Was hilft eigentlich am allerbesten, um ein Trauma wie Gewalterfahrung, emotionaler, sexueller Missbrauch, um so etwas für sich zu verarbeiten? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ganz konkret, Ursula, was hat dir eigentlich am meisten geholfen, am besten geholfen? Meine Erfahrung und ein paar Tipps möchte ich hier mit dir in diesem Video teilen. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg, bin Heilpraktikerin, Life Coach, Leiterin des Instituts für bewusste Lebensgestaltung, Gründungsmitglied des Opferschutzvereins El Faro und selbst betroffen von der Problematik, Thematik des sexuellen Missbrauchs und Gewalterfahrung in meiner Kindheit und Jugend. Was hilft? Natürlich kann man diese Frage so nicht beantworten. Jeder Mensch, jeder Betroffene ist anders und für jeden funktioniert etwas anderes. Ich glaube aber dennoch sagen zu können, dass es eine Sache gibt, einen gemeinsamen Nenner, der generell verletzten Menschen hilft, für sich weiterzukommen, das Erlebte, was auch immer es war, besser anzunehmen, zu verarbeiten und zu integrieren und ja, somit auch hinter sich zu lassen. Wenn ich nur eine einzige Sache nennen dürfte, eine wählen dürfte, wäre es, und jetzt kommt es, ein Mensch, ein Gegenüber, der emotional offen ist. Emotional offen und stark genug, das, was man erlebt hat, was ich erlebt habe, auszuhalten. Und in dem Wort aushalten liegt auch das Wort halten. Ja, ich habe Therapien gemacht, ich habe Selbstverteidigung gemacht, ich habe Körperübungen gemacht, ich habe so viel gemacht, da könnte ich Videos drüber machen. Was hat mich am weitesten vorangebracht? Was hat überhaupt dazu geführt, dass ich mich getraut habe, mich ganz zu öffnen? Mich diesen Themen zu stellen? Was hat mir die Zuversicht gegeben, dass ich das kann? Das war tatsächlich die unglaubliche Präsenz und Offenheit eines ganz besonders eines Menschen, der die Kraft hatte, das, was ich erlebt habe, das, was ich erzählt habe, das, was ich als Wahrheit in mir trug, das auszuhalten. Und ich weiß, das klingt jetzt echt banal, aber glaub mir, und ich bin mir ganz sicher, dass viele aus unserer Community das kennen, glaub mir, das ist was ganz Besonderes. Ja, es gibt super Therapeuten, es gibt toll ausgebildete Menschen, sehr professionell und die helfen dir auch weiter, gar keine Frage. Die Frage ist nur, sind sie emotional offen für das, was du erzählst? Könnte man aus Therapeutensicht die Gegenfrage stellen, müssen wir das überhaupt? Kann man diskutieren. Ich war bei verschiedenen Psychologen mit Anfang 20, die mit Sicherheit haben studiert, haben sich eine Praxis aufgebaut. Die haben mir zugehört, die haben Notizen genommen, ein, zwei Fragen gestellt. Und hinterher war ich wirklich weiter. Ich wertschätze die Arbeit dieser Menschen, gar keine Frage, aber wirklich weitergebracht hat es mich nur bedingt. Nicht oder nur bedingt. Weil die emotionale Offenheit dieser Person nicht da war. Und aufgrund dessen ich mich selbst auch nicht emotional weiter öffnen konnte, beziehungsweise das Gefühl hatte, ich mache mich hier nackig oder ich bin hier nackig mit meinen ganzen Verletzungen und Hilflosigkeit und unglaublicher Seelenlast. Aber mein Gegenüber guckt das an und sagt, ja, so, und dann reden wir 45 Minuten und nach einer Stunde ist vorbei und dann stand ich damit. Zum Teil hat es das noch schlimmer gemacht.
Und dann hatte ich aber das Glück, auf ganz besonders einen Menschen zu treffen, der die Kraft hatte, das mitzutragen. Der gesagt hat, ja. Und das nicht nur verbal, sondern vor allen Dingen auch im Gefühl. Dem ich niemals zu viel war mit dem, was ich erzählt habe, wie ich jetzt erzählt habe. Der die Kraft hatte, diese Realität auszuhalten. Das hat mir wiederum die Kraft, die Zuversicht, die Stärke gegeben, selber meine Realität noch besser anzunehmen, mich damit auseinanderzusetzen, immer wieder zu konfrontieren, zu integrieren und so meinen Weg zu gehen. Und hatte ich das große Glück, dass ich mit Anfang 20 mehrere Menschen tatsächlich getroffen habe, die diesen tiefen Gefühls- und ich möchte mal sagen Seelenzugang zu Menschen haben und somit auch zu mir. Das sind unter anderem die anderen lieben, wertgeschätzten Gründungsmitglieder des Opferschutzvereins El Faro. Menschen, die tiefer gucken können, wollen, möchten. Die hinter mir nicht nur die Einser-Abiturientin sahen, aus gutem Hause, alles soweit okay, sondern die Kraft hatten auszuhalten, dass da noch so viel mehr war. Dass da so viel mehr Ebenen waren. Und die das andere zugelassen haben. Und durch ihre Offenheit und ihr Zulassen konnte ich mich leichter, schneller zu dem hinter das stellen, was ich erlebt habe. Du kennst es sicher. Du erzählst etwas und dein Gegenüber ist nicht wirklich offen. Er hört dir zwar zu, nickt auch, stellt auch eine Frage, aber du hast das Gefühl, es fließt nicht so richtig. Es ist so, als ob es verbal ankommt und wie auch gedanklich ankommt, also mental, das kommt an, aber auf der Gefühlsebene ist irgendwie ein Block. Nach solchen Gesprächen fühlt man sich hinterher so ein bisschen komisch, ne? So wie gegen eine Wand gefahren, Bauchlandung gemacht. Und diese innere seelische Offenheit, das ist mir zu einer Leitschnur geworden. Das ist auch das, was ich weitergeben möchte. Natürlich kann ich das nur in dem Rahmen, wie ich es kann. Aber diese seelische Offenheit und eure Kommentare, eure E-Mails zeigen mir immer wieder, also die Feedbacks jetzt, ne, zu den Videos, aber auch zu den Büchern, zu den Kursen, zeigen mir immer wieder, dass ich Menschen erreiche. Dass ich sie sehe, obwohl wir uns ja gar nicht so live begegnen. Dass ich durch meine emotionale Offenheit andere berühre und ihnen damit den Mut schenke, verstärke, passt besser, sich auch zu öffnen, auch ja zu sagen. Und jetzt bist du nämlich dran. Das kannst du nämlich genauso. Du kannst Menschen, die zu dir kommen, in welchem Rahmen auch immer, du kannst ihnen dieses Geschenk machen, dass du emotional präsent bist. Dass du sie wirklich siehst. Und ja, es gibt Geschichten von Menschen, das überfordert einen komplett. Das ist auch okay. Da kann man sagen, du, das, was du erzählst, ist so groß, das kann ich vielleicht so verstandesmäßig irgendwie nachvollziehen, aber emotional kann ich das, ne, das ist so groß. Also wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche, das kommt selten vor, aber wenn ich mal Kontakt mit einem Menschen habe, der zum Beispiel auf der Flucht war, der gehungert hat, schwierig für mich nachzuvollziehen, weil ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Was ich aber machen kann, ist, ich kann emotional präsent sein, offen sein. Und dann spüre ich, sehe ich das, was der andere erlebt hat. Das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie auf dem gleichen Level wie der wäre, ne? Oder irgendwie im Ansatz mitreden könnte, aber ich kann es tatsächlich mitempfinden. Mitempfinden heißt nicht mitleiden. Es heißt bedingt mitfühlen, wie man das möchte, wie man das kann. Du kannst es dann sehen und das vor allen Dingen hast du
ein besseres Gefühl für diesen Menschen, wer der überhaupt ist. Wer ist da vor dir? Und diese Person, der machst du das schönste Geschenk überhaupt. Die fühlt sich nämlich gesehen. In ihrem Leid, in ihrer Stärke. Denn jemand, der schwierige Lebenssituationen erlebt, überlebt hat, der ist unglaublich stark. So fühlt sich diese Person oft, meistens natürlich nicht. Aber in dem Moment, und das hat mir geholfen, in dem Moment, wo jemand für mich da war, mich gesehen hat, auf allen Ebenen, ganz besonders emotional, in dem Moment konnte ich mich selbst noch viel klarer sehen und ich konnte vor allen Dingen nicht nur meine Schwäche noch deutlicher sehen, sondern meine Stärke. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich für diesen Menschen und dieses Geschenk unglaublich dankbar bin. Es hat mir mein Leben gerettet. Das ist einer der Gründe, warum ich mich für dieses Thema so engagiere, warum ich diese Videos mache und warum ich mit dem Thema, so wie ich es kann, auf meine Art und Weise, konsequent Schritt für Schritt nach außen gehe. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte, dass sich Menschen gesehen fühlen, verstanden fühlen, nicht mehr alleine fühlen. Ich möchte, dass sie sich erinnern, was für eine unglaubliche Kraft sie haben.